Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen auf meinem Kanal Spielewelt MV. Jetzt seht ihr mal, wie es weitergeht in der Dark Zone. Ob wir unser Loot wiederkriegen. Ja, das wollen wir mal testen. Wir sind hier immer noch unterwegs mit Kaputtnix. Wir kämpfen uns hier durch. Versuchen's. Wir versuchen's. Diesmal steht da auch nichts mit verlorene Gegenstände. Doch, bei mir steht's doch da. Aha. Aber mir liegt irgendwas rum da drum noch. Warum habe ich da die Abholzone hat er mir markiert. Der Abtrünnige ist schon wieder. Schwein, der Typ muss hier schon wieder in der Nähe sein. Ja. Der wartet auf uns. Ja. Aber hast gesehen, die anderen beiden waren auch nicht gerade Knorke, ne? Die wollten ihn auch weg haben. Ah, na da wird ja alle schön verärgern gerade. Ja. Wie kriegst du das PvP hochgesetzt? Das nicht, oder? Das weiß ich nicht. Müsste man sich vielleicht mal schlau machen, dass man das dann auspacken kann, wenn solche Typen ankommen. Na, ich denke mal, dass, je nachdem, wie hoch deine Waffen sind. Hier liegt nochmal wieder Loot. Einmal. Oh. Eine, der Rest ist weg. Ist natürlich doof. Belohnungsrang 3 in 101 Meter. Fahndungsbereich. Aha. Aktiver Fahndungsbereich. Ist er auch auf der Karte markiert? Was denn das gerade? Na, hat er gerade oben angezeigt. Wir gehen mal hier. Da hätten sie nämlich auch zwei. Ja. Naja, weil die uns so oft geholt haben. Deswegen. Ja. Die wollen halt nämlich jetzt ausfliegen lassen. Da sind auch wieder welche da vorne. Hey, das ist doof. Die Klapperschlange ist doof. Die hat schon wenig SPM, weißt? SPS, ja. Ja, sag ich doch. Muss mal kurz umschwitzen. Lass sie schießen. Hauptsache, er wird jetzt gerade gestört hier. 56, genau. Die, ne? Ja, der ja. Müsste SPS sein. Schuss per Second, oder? Mhm. War dabei ihm ganz komisch. Ich wollte schießen und dann muss es warten, bis er wieder schießt, weißt? Ja, ja. Oh Gott, da werde ich mal nee, das LMG lasse ich drinne. Scheiß auf die Schnatterente jetzt. Wollen wir jetzt dahin oder was? Ich weiß nicht, ob der Typ bringt. Ist egal, Abholung verfügbar. Weiß ich ja, dass er da ist. Ach, das war schon. Ich wollte gerade reinlaufen. Wash Poxy. Washipoxy. Da komische Waschmittel ist hier unterwegs, Junge. Da läuft, da siehst du. Hä? Also jetzt rennt er raus. Ich hab hier eine Chance gegen dich. Oh oh. Auch nicht. Keine Chance. Hey, die haben Sturmgewehr haben die am Start. Die ey, ich Pisse. Muss mal meine Einstellung noch ein bisschen und mehr so ruckelt, wenn die Typen ankommen. Ah. Sturmgewehr sind die unterwegs. Aber wir müssen ein ordentliches Sturmgewehr haben. Was naja, die... Sicherer Bereich entdeckt. Ich denke mal, die haben auch viel Waffenschaden und so alles drauf, weißt? Mhm. Da sind wir mit unseren Werten, wenn man sich das mal anguckt, zu low. Wir haben nur 39,5 Waffenschaden im PvP und die haben bestimmt das, was wir im richtigen haben. Stimmt.
Aber wie machen die das, frage ich mich da. Ja, die zocken das auf ihre Rüstung komplett hoch. Okay. Also überall Waffenschaden und so, weißt? Die Rüstung ist so ausgelegt. Wo bist du jetzt eigentlich gelandet? Ja, ich weiß nicht, ich bin hier falsch gelandet. Ich gehe immer am Echo erstmal hin, hier von der Karte her. Ich wollte gerade irgendwas gucken. Der blöde Pisser, Junge. Der regt mich auf, der Typ. Ja. Aber ich kann zu dir schnell raus, ich komm mal rüber. So kriege ich meine Wochenaufgabe gar nicht erledigt, Junge. Nee. Wenn der jedes Mal mir meinen Loot klaut. Wo bist du wieder raus? Ich stehe davor, jo. Achso. Ich bleib lieber drin, wenn ich mal was gucken will. Na, draußen sind noch die Geschütze. Das stimmt auch wieder allerdings. So, jetzt mal gucken, wo wir hinwollen. Wir müssen nur noch mal hinlocken, dann wird man hier zerlegen. Ja, zerlegen, du sagst das so einfach. Ja. Die sind ja zu zweit. Die sind zu zweit. Hast du das nicht mitgekriegt? Ja, doch. Naja. Das wird nicht so einfach sein. Und der war gerade irgendwie hier so oben bei dem Labor da. Beim Wahrzeichen. Ja, beim Labor. Kann auch sein, dass er jetzt gerade hier den Pool angreifen, weil er rot ist. Ah, verdammt. Diese F. Verräter. Ja. Lass uns mal kurz im CV's ganz geschillt hinlaufen. Die Belohnung da abholen. Ah. Huch. Da ist eine. Eine Patrouille, aber die können wir ja ausschalten, wenn wir wollen. Da sieht es so leicht aus, ne? Mhm. Alter. Oh, wer hat uns da denn gebombt? Ups. War ein bisschen zu eng, die Kurve. Ja, mach mal. Alter, da war ein bisschen zu eng für uns beide dahinter. Da hatte er mich... mit der ja, irgendwas hat mir ganz schön geknallt. Ja, da hatte er mich mit der... Da schon wieder. Da hat er mich mit der Schruti erwischt gehabt noch. Gerade. Komm. Geht hier eigentlich auch ein Spezialmuni? Weiß ich gar nicht. Nee, geht nicht. Ist leer. Das wär's ja gewesen, weil gerade so meine Gedanke auch für den anderen Knallkopf da, weißt? Hinterm LKW ist noch eine. Oder? Ah, und hier links hinterm Baum hoch. Ja. Da hätten wir mal die fette Bumme rausholen müssen. Ja. Aber leider geht das ja nicht. Warum? Nee, Spezialmunition geht hier nicht. Tatsache. Ja, eben. Das war ja erst gerade mal so mein Gedanke, wenn der andere Knallkopf wieder kommt, weißt? Können wir mal kurz gucken, ob hier irgendwas gibt. Oh, hier ist eine Kiste. Entdecke kontaminierte Ausrüstung. Gillergard und Rucksack. Du auch? Schrotflinte und ein Schoner, glaube ich. Aber hast kontaminierte. Kontaminiert. Na. Wir wollten aber erstmal zum CV's. 4 Stück habe ich kontaminierte. 3. Also ich habe was auf jeden Fall. Ja. Bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Deswegen erstmal kurz zum CV's, dass wir endlich auch mal dahin kommen, um unsere Tagesbelohnung da irgendwie abzuholen. Vielleicht sollten wir es auch so machen. Einer links. Wir gehen getrennte. Oh, hier war doch irgendwie was. Da hinten. Dass wir getrennte Wege gehen. Eine aktiviert unten, eine aktiviert oben, weißt? Mhm.
Beute stehlen oder nee, Beute sichern, so. Und wenn dann und dann sagen wir aber gleich, wir treffen uns bei dem einen nur, weißt? Meinst du, ne? Ja, ja, da ist die Chance 50-50, ob wir getroffen werden oder nicht. Ja, eben, weil dann sagst du dir, hier ist wieder was los. Ja, lass uns das so machen, da kriegst du vielleicht dein Zeug raus. Ja, weil dann machen wir das so, dass wir beide aktivieren gleichzeitig. Dann wissen die selber nicht, wohin auf einmal, weißt du? Ja, genau so. Und wir treffen uns dann bei einem, dann sagen wir bei mir, wo ich dann aktiviere. Ich warte da so lange und du rennst dann in der Zeit so schnell wie möglich zu dem anderen Punkt rüber. Das ist dir. Ja, und das geht ja, glaube ich, auch nur. Hast, glaube ich, eine Minute Zeit, ne, bis er da ist. Mhm. So, Schutzraum betreten. Lass uns das mal ausprobieren. Also musst du denn auch mein Ding, denn wenn du bei dir bist, markierst du dir schon mal meinen Punkt? Ja. Vor der Aktivierung. Und dann kommst du rüber gerannt und dann... Kam nicht gleich los. Ja. Ja, und dann muss er mir nur mal entgegenkommen. Ja, dann, ja. Dann wird er dir entweder entgegenkommen oder, ja, wird zu mir gelaufen kommen, kann auch sein. Aber dann weiß er erstmal nicht, wo wir uns treffen, weißt? Nee, aber trotzdem. ich könnte mir hauen. Ja, das ist eklig. Deswegen mag ich die Ducks so nicht, wenn du bei der Abholung immer gestört wirst. Ein Parasit ist das, der uns hier gerade... Ja, ist ein Parasit. Du erkämpfst dir alles, weißt, und er kommt an und Holly, hallo, gib mal her deinen Scheiß. So, ich nehme mir jetzt... sind ja genau mittig. Ja, wo gehen wir hin? Da gehst du, na, wo willst du rausfliegen? Da musst du jetzt hin, weil ich komme dann zu dir gerannt. Na, ich gehe hier unten runter. Gehst du runter? Ja. Da komme ich dann runtergerammelt. Genau. Gehst du nach oben? Genau. Und wenn wir beide da sind, dann machen wir gleichzeitig die Erwiderung oder das Dings. Oder du machst zuerst. Ja, mach du mal. Du machst zuerst. Dann warte ich 2-3 Sekunden, 4-5 und dann mache ich meins. Dann sind sie nämlich schon auf dem Weg zu dir. Wollte ich gerade sagen, warte mal 10 Sekunden länger. Oder 10 Sekunden und dann mache ich meins. Aber in der Zeit kommst du ja schon hergelaufen zu mir, weißt? Genau so. Okay. Du hast deins markiert? Jo. Muss mal gucken, auf welche Richtung, welche Tür ich rausgehen muss. Ich muss hier raus, so. Da pochert das Herz immer. So, ich gehe raus. Hauptsache, erwischt mich nicht auf dem Weg dahin, weißt? Ja, ja, das kann mir auch passieren. Jetzt bin ich ganz woanders. Hier bin ich irgendwo auf dem Dach gelandet. Nein, dann die anderen dingeln ja hier auch noch. Ja. Oh, und ich dachte, es ist schön ruhig hier, weil es keine besetzte Dachzone ist. Aber nein. Ja, wenn du so einen Freak dabei hast. Ja, der sich gerade denn da aufhält. Hochgepowert. Völlig überpowered. Ja. Naja gut, wenn das sein Ding ist, weißt, wenn er meint, oh ja, das gefällt mir hier so paar kleine Schwache runterzumachen, wegzukillen. Ah. Aber dann hört man wieder irgendwo oder liest man wieder in Kommentare, das ist halt PvE, PvP, wie auch immer. Oh, ich muss hier die umlaufen, die ganzen Kampfgesellen. So. Oh Mann. So, ich bin jetzt da. Ich warte, bis du bei dir bist. Abtrünniger Agent in der Nähe. Echt jetzt? Habe ich gerade gehört. Oh, es rockelt. Abtrünniger Agent erkannt. Jo, der ist hier irgendwo. Shit. Aber wo? Der lauert hier wieder irgendwo. Ohne Scheiß, der sucht immer bei den Ausflugdingern. Ja, da hält er, die ankommen. Da hält er sich auf. Guck mal auf der Karte, wenn mir was anzeigt. Jo, der ist in dem Bereich. Also nicht direkt in dem Bereich, aber... Abtrünniger Agent in der Nähe. Abtrünniger Agent in der Nähe.
Das schaffst du nicht, das Ding zu aktivieren und da wieder abzuholen. Nee, ey, der kommt hier oben, läuft dort, der läuft in der Mitte, der kommt zu mir. Aber bei mir ist auch unten eine. Hat er angezeigt? Warten wir mal die Dark Zone-Lieferung ab. Vielleicht ist er ja denn ein bisschen abgelenkt, weil er sagt, ich gehe da hin, weißt? Hier in der Mitte bei dem Brunnen ist einer. Genau zwischen uns in der Mitte. Na, ich sehe da jetzt gerade keinen, den er aufleuchtet. Nee, der ist immer noch mal ganz kurz da. Jetzt ist auch bei mir keiner da. Ja. Ja. Na, vielleicht weil sie gerade außer Reichweite sind. Eben die fiel gerade einer lang, habe ich gesehen. Eintreffende Dark Zone Lieferung. Aber da war ich gerade auf der Karte, aber gerade umgeschaltet. Also wieder raus aus der Karte, da sah ich gerade noch so einen hier rumlaufen, so namentlich, so weißt. Scheiße. Aber ob er das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen sie uns ärgern hier. Ja. Also du bist direkt am Start, du könntest machen, oder was? Ich könnte machen. Guck mal auf Karte. Ich hoffe jetzt. Dark Zone Lieferung ist erfolgt. Die Z-Lieferung ist umkämpft. Ich guck mal auf die Karte, ob da irgendwo was zu sehen ist. Ne, die laufen alle zu der DZ hin, glaube ich. Weil die umkämpft sind. Okay, aktivier mal. Ich zähle ein bisschen, dann gehe ich vor und aktiviere meinen. Ja, ich muss mal weiter rein. Ja, du musst ja fast bei der Glocke da stehen. Oder auf dem Haar, oder wie es ist. Das ist, glaube ich, hier ganz anders als in der anderen Dark Zone. Oh, hier ist aktiviert. Okay. Ich guck. Bergung angefordert. So, dann kommt schon mal hergelaufen. Ich guck, bis es hier... Wir sind noch zwei andere, also wir haben... Die Sieglieferung durch einen Shade Agent geborgen. So, ich fange jetzt meinen an. Ich komme zu dir, gell? Jo, ich mach die Kiste hier. Hubschrauber im Anflug. Bergung wurde angefordert. Alter, Misch. Jo, sehr gut. Kommen wir auch zu dir? Ärgern die dich, oder wann? Nee, das waren welche, die hier in der Welt rum. Ach. Die normale Gegner. Ja. Ja, warte, versuch dein Ding raus. Jo. Da ist schon wieder eine. Da ist auch schon wieder. Hoffe ich mal nicht. Ja. Oh ne, das war ein anderer. Ja, weißt du was, wenn man sich tapst, das bringt Glück, wir schaffen, dann muss das raus. Oder was sagst du? Na eben, die fiel jedenfalls einer rum. Aber die habe ich glaube auch ein, zweimal getroffen, ist aber weitergelaufen. Hast du die schon wieder mal geportet? Ja, zum Safehouse jetzt. Ach so? Warum? Alter. So, Abholung eingeleitet. Jetzt 47 Sekunden ausharren, das tolle Wurst. Ja, ja, warte, ich komme zu dir. Hubschrauber fliegt in 30 Sekunden ab. Liegt zwar mein Zeug hier noch rum, aber... Das sieht schnell oder fühl ich noch ab. Hast du schon rausgeflogen, den Zeug? Ja, ich sage ich dir gleich. Gerade zu tun. Also. Jetzt. Jetzt ist er weg. Oh. Alles an Bord. Wir sind bereit zum Abflug. Der Helikopter fliegt zurück. Alles an Bord. Alles klar. Warte, bleib da unten. Ich komme runter. Ich versuche, meinen Ohr noch raus. So.
alles abgesichert. Das Ding ist wieder frei. Und mach mal deine Wegmarkierung Camp Ork weg. Oder dein, die Markierung da. Ich hab's auch gerade gesehen. So, wo bist du jetzt? Oben, ne? Kann ich mich eigentlich... Ach, du kommst zu mir. Ich versuche meinen Sitz auch gleich noch da unten raus. Ach, du hast noch? Ja. Ach so, hast du eins wieder eingesammelt? Ja. Gut. Ich eingesammelt und erstmal die Typen platt gemacht, die wir hier ja, das ist ein, die kommen ja, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, dass die auch nochmal kommen. Die Normalos. Ja, ich habe die schon gesehen, ich dachte bloß, ich kann... Ich wollte jetzt rausfliegen. Ah, ist wieder so abgehakt gerade. Ja? Ja. Ah, verdammt. Naja. Mal kurz Karte. Der Wegpunkt kommt ja zu mir. Das bist du. Ich bin da, schieß das Ding ab. Ja, musst du hier oben. Ich stelle mir das Geschütz hier gleich vorsichtshalber hin. Weil dann gleich kommen sie ja nochmal alle. Geh in Deckung, geh weg da. Vielleicht kriegt man ja mal ins Ohrloch rausgeflogen. Ja. Jetzt kommen sie von einer anderen Seite. Von rechts, von dir aus gesehen. Ja, danach machen wir mal ein besseres Haus. Ich will mal an meiner Wumme was machen. Dann noch ein bisschen Feuer gerade drauf. Jetzt kommen sie von vorne. Ach du Scheiße, hinter uns kommt immer. Pass auf nicht, dass die Muschi sich wieder hier abkommt. Shen Geng, der ist weiß. Ist er denn weiß, wenn ich ihn an... wenn er... Ja, der ist weiß. Aber es hat gerade schon wieder angesagt, ab... Da kommt er. Der Verrückte kommt schon wieder, gell? Der holt uns jetzt. Ich sehe ihn nicht. Sitzt er hier unten? Bei den Gegnern da drüben war der gerade. Ach so. Der Hubschrauber steht bereit. Der Hubschrauber ist bereit. Häng an. Ja, der muss erstmal sein Seil runterschmeißen. Ah. Alter. Jetzt hat er uns noch... Hat er diese Drohne geworfen? Der sagt, der andere, der da hinten sich versteckt hatte, der auch ausfliegen wollte, der ist auch durchgegangen. Der hat uns jetzt alle mit der Drohne geholt. Ja, genau. Mit dem scheiß Drohnenstock da. Naja. Tja. Ach, du bist wieder ganz woanders, ne? Nö, na, ich komm zu dir, oder? Ach so, bist noch gar nicht gereist. Nö. Skrufix. Jetzt. Wir können ja nochmal hin. Wollen wir nochmal dahin machen, oder was? Ja, wir versuchen jetzt nochmal schnell hin, da. Jo. Aber noch bist du gar nicht hier, mein... In der sicheren Zone. Jetzt. War er das eigentlich auch wieder der gleiche? Das war der gleiche. Weil Black A1, der ist, läuft hier auch umher. Aber ist glaube ich ein normaler, ne? Glück, das war der gleiche. Sie betreten die Dark Zone. Na denn, ab zurück. Flur ein Stinkerhaus. Oh man, Junge. Oh, oh. Alter, was geht denn ab? Vielleicht soll ich doch nochmal auf Sturmgewehr umzwitschen, oder dann?
Ist er weg? Gut. Jo. Aber ich denke mal, deine Ausrüstung wird da, glaube ich, nicht mehr liegen, aber wir werden mal hin. Ist doch völlig gaga, so was. Also der Typ. Ja, Vorsicht. Auf jeden Fall Spaß daran. Ja. Ja, da geht ihn immer einer ab, weißt du? Ekelhaft. Schon erledigt? Nee, da war noch einer. Ach, den hat's mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Bei mir war nichts mehr rot. Wie rot? Na, Feind in der Umgebung. Nee, da waren wir zu schnell. Oder die sind gerade aufgespawnt, weiß ich nicht. Ja, hier liegt nichts mehr rum. Nee. Doch, da ist noch was. Doch. Ein bisschen, er kann ja nicht alles einsammeln, weißt du? Er hätte das aber gleich noch rausfliegen können. Wenn es so ein Evil Star Free ist. Ja. So, dann mach mal deine Abholung wieder. Aber dann kommt er ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr verteilen. Ich mach mal mein Geschütz. Also weiter. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass der gleich wieder kommt. Ja, erstmal kommt wieder einer von den anderen. Die da mal los. Ich versuch mal ein bisschen hinten, den Rücken frei zu halten. Hol die mal schnell, die Ausrüstung. Oh. Wo sind die jetzt? Hui! Kommen sie von der anderen Seite? Ja. Der Bergungshelikopter ist fast da. Alle weg? Alle weg. Jo. Ne, jetzt kommt die nächste Welle. Noch ein paar. Kann man auch schnell aufladen. Schade, dass du kein Geschütz hast, weil auch die Powermatte hier links und rechts hingestellt, weißt? Ja, Drohnen ist halt voll geil gegen... Abtrümmeln eigentlich. So. Ah, runter. Müssen wir runter hier. Das lenkt die halt übelst ab, ja. In der Zeit kannst du die schon mitbauen. Jetzt kannst du. Häng ran. Oh, im Deich drin. Der kommt schon wieder. Ein anderer. Sollten weiter auseinander, glaube ich. Aber... Ich mach den kaputt. Entschuldigung. Fuck, der hat's geheilt, Alter. Na, Wiederbelebungsdrohne. Ach, da ist er. Du Drecksack, du. Hast du noch was? Jo. Ha. So, da hast du's. Ja. Wir haben ausgeflogen und wir können... Da. Der ging mir auf den Pisser, Junge. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, Leute. So, wir gehen raus. Dann können wir die Abmoderation machen. Vielen. Oh, Alter. Diesmal haben wir uns gezeigt. Haben wir mal gezeigt, wo der... Küche wenigstens geholt. Wo der Frosch die Locken hat, Junge. Glauben wir richtig? Warte mal kurz.
Ah, der wollte es wissen, gell? Ja, der wollte es wissen, aber da hat er diesmal keine Chance. Ich habe auch gleich das LMG ausgepackt. Weil da habe ich denn über 160 Schuss, weißt, da kannst du auch nicht aufhalten. Hm. Und da brauchst du nicht beim Gewehr, ich meine, macht zwar ordentlich Damage bei dem Normalus, aber bei ihm ja nun nicht so. Aber so schnell kannst du auch nicht den Finger tippen. Ja, ohne klar. Naja, der war auch eindeutig nicht wie der andere. Ja, aber war auch nicht der gleiche, ne? Nee, war ein anderer. Aber so eine, die dann sagen sich, jetzt machen wir auch einen auf abtrünnig, vergiss es, nicht mit uns, mein Freundchen. Glück gehabt, das ist wieder der andere. Ja. Ah, stimmt, der ist weg, der andere Typ hat geschmückt. Ja. Ah, der hat sich... So, dann wollen wir uns mal hier verabschieden. Ihr habt es gesehen, wir haben unsere Ausrüstung nicht mehr wiedergekriegt, aber doch, einiges haben wir eingesammelt und noch können. Schwer umkämpft dieses Ausfliegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Abenteuer mit Kaputtnix hier. Wo es sein wird, ja, das werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Also, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, sagst du nicht tschüss? Ciao, hört rein.